Fromm ist 1929 bereits mit dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt in Kontakt gekommen über Leo Löwenthal, seinen Jugendfreund Löwenthal, und hat schon 1929 angefangen, eine Untersuchung vorzubereiten. Die erste psychoanalytische Untersuchung, die überhaupt gemacht wurde bei deutschen Arbeitern und Angestellten, um herauszufinden, ob deren linke, revolutionäre politischen Einstellungen und Meinungen tatsächlich mit ihrer eigenen psychischen Einstellung, charakterlichen Einstellung übereinstimmt. Und in dem Zusammenhang hat er die Theorie des autoritären Charakters entwickelt. Und ich denke, dass er da eigentlich zeitlich jetzt dem Wilhelm Reich voraus war. Fromms große Idee war von Freud herkommend. Freud hat gefragt, wie kommt es, dass Menschen völlig dysfunktional, völlig irrational handeln, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, oder dass sie an seelischen Erkrankungen leiden. Wie kommt es? Da muss es unbewusste Strebungen geben, die sozusagen das bewusste Denken austricksen und das Verhalten des Menschen dann in einer Weise beeinflussen, wie man es gar nicht gerne möchte. Sodass es also, dass das Wollen, das unbewusste Wollen und das bewusste Denken ziemlich auseinandergehen können. Und das war Freuds große Idee. Und Fromm hat sich gefragt, was Freud beim einzelnen Menschen dann über frühe Kindheitserfahrungen und so weiter herausgefunden hat, lässt sich das auch auf gesellschaftliche Gruppen hin sagen. Und also Fromms Grundfrage war, was lässt Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln, die in zu einer gewissen gesellschaftlichen Gruppierung gehören, das heißt, die eine bestimmte wirtschaftliche, arbeitsökonomische, arbeitsorganisatorische und gesellschaftliche Art des Lebens oder Praxis des Lebens teilen. Und wie schlägt sich das sozusagen dann im Bewussten und Unbewussten, in den psychischen Strukturen dieser vielen Menschen nieder? Und da hat er diese Idee entwickelt, dass es da eine eigene Charakterbildung, eigene psychische Strukturbildung gibt. Wir würden heute sagen, dass es da eine eigene neuronale Netzwerkbildung gibt, die mit den Emotionszentren im Gehirn fest verschaltet sind. So würden wir das heute sagen, die immer nach dem gleichen Muster laufen, nämlich dass Menschen eine leidenschaftliche Strebung haben, Herrschaft ausüben zu wollen, beziehungsweise dieser Herrschaft unterwürfig sein zu wollen, was das Kennzeichen des autoritären Charakters ist. Bevor wir jetzt in die Anatomie der menschlichen Destruktivität in das Buch blicken, das ist ja erst 1973 erst veröffentlicht worden und knapp 50 Jahre vorher beschäftigte sich Fromm ja schon mit eben dieser Frage, wie man erklären kann, dass Menschen andere Menschen klein halten, unterdrücken, Spaß am Quälen haben. Und ab 1930 arbeitete er, also Erich Fromm, am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und schrieb gemeinsam mit Horkheimer, Marcuse und anderen dieses Buch Autorität und Familie, 36 in Paris erschienen. Bevor wir eben auf die Anatomie der menschlichen Destruktivität kommen, würde ich gerne nochmal, auch wenn Sie es schon tangiert haben, da einen Blick reinwerfen in dieses Buch Autorität und Familie. Welchen Problemen und Fragen ging denn diese Veröffentlichung nach und welchen Anteil hatte dabei Fromm? Also kann man quasi die Quintessenz rausfiltern, was Fromm da eigentlich feststellt? Die Thematik, die Programmatik des Instituts für Sozialforschung, was sich ja als ein zwar an den Theorien von Marx orientiertes, aber prinzipiell als ein interdisziplinäres sozialwissenschaftliches Institut verstanden hat, die Programmatik war, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen Autorität und Familie. Also wie sehr die Frage einer bestimmten Art von Autoritätsausübung und Autoritätsdurchsetzung das Leben in der Familie kennzeichnet. Und die entscheidenden Gedanken hierzu kamen nun tatsächlich von der Psychoanalyse und von Fromms Versuch, eine solche Sozialpsychoanalyse zu formulieren und eben auch mit dieser empirischen Untersuchung, die wie gesagt
gesagt schon 1929 begonnen wurde, dann 30 durchgeführt wurde, allerdings erst 1980 dann veröffentlicht wurde, also erst 50 Jahre später dann veröffentlicht wurde. Aber die Untersuchung wurde dort durchgeführt und die Untersuchung war ganz wesentlich, also diese empirische Untersuchung, die unter der Leitung von Fromm durchgeführt wurde, die war ganz wesentlich eben als empirischer Beleg für diese Theorien über Autorität und Familie. Nun vielleicht noch ein Wort zu der Stellung von Fromm im Institut. Da haben wir das Problem, dass die Geschichtsschreibung über das Institut für Sozialforschung in einer solchen Weise Fromm an den Rand gedrängt hat, dass es geradezu eine Geschichtsklitterung ist. Fromm war in der Tat die wichtigste Figur für die ganze Programmatik des Instituts für Sozialforschung zwischen 1930 und sagen wir mal 1936/37. War Fromm der eigentliche Ideengeber, und lange bevor dann irgendwann Marcuse, wann dann irgendwann Adorno stärker im Institut bedeutsam wurde und in der ganzen Autoritätsforschung, ist dann nachher die Untersuchung von Adorno, die er mit anderen zusammen gemacht hat, über die autoritäre Persönlichkeit, die erst 1949/50 erschienen ist, die ist dann berühmt geworden und man hat einfach vergessen, dass die eigentliche Idee zum autoritären Charakter von Fromm entwickelt wurde. Aber egal. Fromm hatte da eine ganz wichtige Rolle, die dann in Frage gestellt wurde, dass Fromm schließlich die Triebtheorie von Freud, also die Idee, dass das ganze psychische Erleben des Menschen sozusagen das Ergebnis eines angeborenen Sexualtriebes im Menschen ist, diese Idee hat Fromm verworfen 1936/37, und da ist für dieses sich an einem historischen Wissenschaftsbegriff und biologischen Wissenschaftsbegriff festmachende Theorie der Frankfurter Schule ist damit natürlich sehr in Frage gestellt worden. Das hat dazu geführt, dass dann schließlich verweigert wurde, a, die Publikation dieser empirischen Untersuchung, b, Fromm hat einen sehr langen Aufsatz genau zu dieser Frage, ob man das mit der freudschen Triebtheorie begründen kann, geschrieben und ist zu einem negativen Ergebnis gekommen dabei. Und man hat sich geweigert, diesen Aufsatz von Fromm in der Zeitschrift für Sozialforschung dann zu veröffentlichen, was dann eben schließlich zum Zerwürfnis zwischen Fromm und Horkheimer und vor allem Adorno geführt hat. Die eigentliche Auseinandersetzung ist dann später mit Marcuse gelaufen. Also nur das so als Hintergrund, warum. Vielleicht wichtig aber für unsere Fragestellung oder für Ihre Fragestellung ist, dass der autoritäre Charakter da eben immer zwei Seiten hat, sozusagen eine sadistische, eine Herrschaft ausüben wollende Seite und eine unterwürfige, eine masochistische Seite. Und da hat man natürlich eine massive Aggressionsthematik mit drin, das zum Autoritären immer gehört, eine Art von Gewaltausübung beziehungsweise eine Unterwürfigkeit, die Unterwürfigkeit unter jemand, der Gewalt ausübt. Man hat immer schon eine Aggressionsfrage im Raum, die sich eigentlich nicht rational begründen lässt, sondern die sich nur begründet auf dem Anspruch, die Autorität ist überlegen und die Autorität darf Herrschaft ausüben und will auch Herrschaft ausüben. Und genau an dem Punkt sind wir ja mittendrin in den Überlegungen Fromms und nicht nur Fromms, aber im Folgenden erstmal den Blick auf die Anatomie der menschlichen Destruktivität zu lenken. In diesem Buch, da lässt ja Fromm, und nicht nur in diesem, aber da geht es ja besonders um Aggressionen, den Trieb als Erklärung für Aggression, also seine genuin menschliche Sache, sehr beschränkt gelten. Also vielmehr nimmt Fromm in seinen Erklärungen, weshalb sich der Mensch destruktiv verhält, auch gegenüber anderen Menschen, die Gesellschaft mit in den Blick, in der sich eben der Mensch bewegt, in der er zu dem wird, was er ist, zu einem potenziellen Masochisten oder Sadisten, und mit der er interagiert. Und das Buch setzt ein mit einem Kapitel, in dem Fromm erstmal das Wort Aggression umkreist, und da schreibt er von großen Verwirrungen, die sich aus dem vieldeutigen Gebrauch von dem Wort Aggression ergeben. Können Sie bitte, Herr Funk, erläutern, was Fromm unter Aggression versteht? Gibt es da eine Definition? Und genau, was seine Kritik auch war an dem gängigen Aggressionsbegriff, der, das ist jetzt ein Zitat aus diesem ersten Kapitel, sämtliche schädigende Akte meint. Ja,
Also die Grunderkenntnis, die alle Wissenschaftler haben, ist, dass der Mensch aus Überlebensgründen sich verteidigen können muss, also eine Stärke und eine Aggressionsfähigkeit haben muss, um sein eigenes Leben zu verteidigen, wenn es bedroht wird. Das ist etwas, was der Mensch mit dem Tier gemeinsam hat. Das ist eine Aggressionsform, die einfach zum Leben dazugehört. Was das Interesse Fromms dabei war, dann aber deutlich zu machen, dass der Mensch sich durch seine besonderen Fähigkeiten, sich seiner selbst bewusst sein zu können und sich Dinge vorstellen zu können, dass er dadurch auch eine besondere Fähigkeit bekommt, mit Aggression umzugehen. Also es gibt sowas wie eine angeborene Aggressionsfähigkeit, die aber, und das war eines der Hauptzwecke dieses Buches von Fromm, diese Aggressionsfähigkeit ist defensiver Natur. Das heißt, sie dient dazu, das Leben zu erhalten und sich gegen Bedrohung wehren zu können. Fromm sagt aber eben dann, dass diese defensive Aggression beim Menschen noch einmal eine besondere Bedeutung bekommt, vor allem dadurch, dass der Mensch sich Dinge vorstellen kann. Er kann sich vorstellen, dass, was weiß ich, der Vetter oder Schwager ihm nach dem Leben trachtet, und diese Vorstellung gewinnt eine solche Macht in ihm, dass sie als real erlebt wird und er dann in eine defensive Aggressivität geht, obwohl es nur eine vorgestellte und keine tatsächliche Aggression ist, die da stattfindet. Das kann man natürlich übertragen, genau auf die Beziehung von Völkern miteinander. Also da ist beim Menschen eine besondere Situation gegeben, dadurch, dass er sich Dinge vorstellen kann und über Werbung und politische Indoktrination solche Vorstellungen auch verstärkt werden, dass es zu einer aggressiven, verteidigenden Reaktion dabei kommt. Das ist etwas Schwieriges und deswegen ist es immer wichtig, dass jede Art von Bedrohung sich rational ausweisen muss. Also Fakten dafür hat, dass die Bedrohung tatsächlich ist. Das eigentlich Interessante an dem Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität ist, dass Fromm sagt, diese Tatsache, dass der Mensch sich Dinge auch vorstellen kann, hat auch dazu geführt, dass bestimmte Formen der Aggression, und er hat dann vor allem zwei Formen der Aggression, die sich unterscheiden lassen, herausgearbeitet, nämlich den Sadismus, also die sadistische Grausamkeit, etwas ganz spezifisch Menschliches ist, was man nicht bei den Tieren findet. Und noch eine zweite Form der Aggression, die er Nekrophilie genannt hat. Das meint, das ist eine Lust am Zerstören um der Zerstörung willen, also wo der zerstörerische Akt keinen rationalen Ausweis, keinen Zweck hat, außer die Lust daran, zerstörerisch zu sein. Auch das ist ein aggressives Verhalten oder destruktives Verhalten, das man in der Tierwelt nicht findet. Und genau da möchte ich gerne einsetzen. Das hat mich nämlich stutzig gemacht, als ich das gelesen habe, weil eben einerseits sagt Erich Fromm ganz klar, es ist eine Eigenheit des Menschen, Lust am Zerstören und am Quälen anderer zu haben. Und andererseits beobachtet er was, vielleicht Vergleichbares im Tierreich, und das nennt er dann spielerische Aggression. Ja. Ich habe den Unterschied nicht so ganz begriffen, weil nachweislich haben auch Tiere Empathiekompetenzen. Also wenn man sich zum Beispiel grausames Verhalten unter Delfinen beispielsweise anguckt, die nachweislich sowas wie Mitgefühl füreinander haben, also unter Artgenossen. Und andererseits gibt es da tatsächlich destruktive und spielerische Aggressionsphänomene. Genau, da wollte ich nochmal nämlich nachfragen, wo da der Unterschied ist zwischen eben der spielerischen Aggression im Tierreich und der Lust am Quälen unter den Menschen. Also die Diskussion ist insofern etwas schwierig und da auch entsprechende Argumentationen zu führen, weil der Ansatz von Fromm ist immer ein Ansatz, der sagt, ich kann das nicht auf der reinen Verhaltensbeobachtungsebene entscheiden, sondern ich kann es nur entscheiden, wenn ich
die Kräfte, die ein bestimmtes Verhalten steuern und antreiben, wenn ich diese Kräfte in den Blick nehme. Das heißt, vieles sieht für den äußeren Beobachter ziemlich grausam und gefährlich aus, auch bei einer solchen spielerischen Destruktivität. Aber man kann bei den Tieren nicht beobachten, dass sie wirklich eine Lust am Quälen entwickeln. Was man aber zum Beispiel im Gesichtsausdruck eines Vaters, der sein Kind schlägt, weil es ungehorsam war, sehr wohl beobachten kann, wo man über andere Beobachtungen qualifizieren kann, dass dieses Tun des Menschen nicht einem spielerischen Umgang, sondern tatsächlich, dass darin etwas, eine Lust am Grausamsein, eine Lust am Quälen zum Ausdruck kommt, wo man das sozusagen über andere Beobachtungen begründen kann und von dort her sagen kann, hier wird eine solche Destruktivität von inneren Kräften gespeist, die sadistisch sein wollen. Das andere Argument, was Fromm hier heranzieht, sagt, dass eine spielerische Grausamkeit, dass die immer nur situationsbedingt auftaucht. Das heißt, in bestimmten Phasen, wo Tiere miteinander raufen, um die Vorherrschaft kämpfen und so weiter, kommt es zu solchen Grausamkeiten. Also es hat mit der Empathiefähigkeit nicht unbedingt so furchtbar viel zu tun, die natürlich Tier und Mensch gemeinsam ist, sondern es hat damit zu tun, dass man einen wesentlichen Unterschied sehen kann. Tiere reagieren immer nur auf ganz bestimmte Situationen und wenn diese Situationen vorbei sind, dann ist auch ihre Art der Aggression oder Destruktivität zu Ende. Bei Menschen, gerade bei diesen zwei Formen, die Fromm herausgearbeitet hat, der sadistischen Grausamkeit und der nekrophilen Destruktivität oder Gewaltanwendung und aus Lust an der Gewaltanwendung, da kann man sagen, dass diese Menschen sich die Gelegenheiten suchen, weil ein permanenter Wunsch da ist, diese Art von Aggression ausleben zu wollen. Drei Personen, die Situationen, langfristige Situationen provoziert haben, in denen man Menschen, anderen Menschen gegenüber destruktiv begegnen bis zur Absprechung des Menschseins, sind Himmler, Stalin und Hitler. Das finde ich besonders interessant, dass Fromm in seinen Überlegungen in der Anatomie der menschlichen Destruktivität genau diese drei prominenten Aggressoren ja analysiert. Wie geht er denn dabei vor und welche Erkenntnisse zieht er aus der Betrachtung von Himmler, Stalin und Hitler vor dem Hintergrund seiner davor angestellten Überlegungen bezüglich verschiedenen Aggressionsformen? Sie haben ja eben vor allem die Nekrophilie und den Sadismus vorhin angebracht. Also der Himmler ist für Fromm hier vor allem ein Beispiel für den Sadismus und was dann ganz interessant und spannend ist, weil Fromm sich ja schon in den 40er Jahren in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit mit dem Nationalsozialismus und mit der Person von Hitler auseinandergesetzt hat, dass er in diesem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität den Hitler dann als Beispiel für eine nekrophile Destruktivität sieht, bis hin zum Enden im Suizid und im Programm der verbrannten Erde oder einfach auch diese Art von größenwahnsinnigen Vernichtungsprogramm, alle Juden aus der Welt schaffen zu wollen und so weiter. Da ist einfach eine geradezu fanatische Lust an der Zerstörung sichtbar, der einen Krieg in Kauf nimmt, der 50 Millionen Menschen das Leben kostet und solche Dinge. Also Fromm hat da schon versucht, auch auf die sehr persönlichen, individuellen Entstehungsbedingungen zurückzuführen. Also wie in der Kindheit und im Scheitern der Berufsausbildung von Hitler auch ganz persönlich verständlich wird, warum er in eine solch nekrophile Destruktivität hineingekommen ist. Aber ich denke, was Fromm dann auch genauso wichtig war, zu sehen, dass dieser Hitler von bestimmten Klassen der Gesellschaft, vor allem vom deutschen Kleinbürgertum, hochgehalten, idealisiert wurde und von dort her eben dann auch so an die Macht kommen konnte und eine solche nekrophile Dynamik immer, also ungebremst, ihren Lauf nehmen konnte. Also Fromm hat sich zwar immer gewandt, das deutsche Volk sozusagen eine globale Schuld zuzuschreiben, aber natürlich ist die Machtergreifung Hitlers zunächst einmal über demokratische Wege zustande gekommen. Und
Das heißt, der Nationalsozialismus hat eine starke Unterstützung in der deutschen Bevölkerung gefunden, sodass diese nekrophile Dynamik auch von vielen Leuten ermöglicht wurde. Da ist natürlich viel Sadismus auch drin, aber bei Hitler ist eben dann wirklich sehr im Vordergrund, dass er von allem, was tot und tot gemacht werden kann, doch sehr viel mehr angezogen war als von allem, was lebendig ist. Und das ist das Kennzeichen des Nekrophilen. Und wenn wir auf Josef Stalin gucken, den Erich Fromm auch diesen Prüfungen oder diesen Gedanken über die menschliche Destruktivität unterzogen hat, inwiefern unterscheidet da Fromm in seiner Reflexion zwischen diesen beiden Aggressoren sozusagen? Ja. Also ich denke, dass Fromm, der sich mit den Leuten der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung in den 30er Jahren schon sehr intensiv, positiv interessiert haben für die sozialistischen Programme, auch dieses real existierende Sozialismus, wie er von Lenin in Gang gesetzt wurde und die dann aber doch mit großem Erschrecken beobachtet haben, als Stalin an die Macht kam, also die großen Prozesse, die in Moskau geführt wurden, doch mit großem Schrecken beobachtet haben, wie sadistisch grausam Stalin ist und wie destruktiv der Stalinismus ist. Da war bei Fromm, aber auch ähnlich bei Horkheimer und den anderen vom Institut, waren überhaupt gar keine Zweifel, dass Stalin eine sehr destruktive Persönlichkeit ist. Obwohl, sagen wir mal, diese linken Denker immer eher sozusagen noch ein bisschen ein Wohlwollen gegenüber den sozialistischen Experimenten hatten. Aber zum Beispiel Fromm war da ganz eindeutig, kann man auch in den Briefen sehen, wie schockiert er über die Prozesse war und wie ablehnend er gegenüber dem Stalinismus schon damals stand. Und das hat sich dann eben da auch noch einmal ausgewirkt, nachdem man vieles erst ja nach dem Ableben von Stalin überhaupt herausgekommen ist und bekannt geworden ist, wie grausam und wie destruktiv sein System damals war. Erich Fromms Überlegungen, das zeigen mitunter auch diese Kapitel, wo er eben sich auf Hitler, Stalin, Himmler bezieht, dass Erich Fromms Überlegungen zur menschlichen Destruktivität er nicht irgendwie isoliert, abstrakt irgendwie als Gedankenexperimente zu betrachten sind, sondern die stehen ja auch in einem historischen Kontext und sie sind durchaus als Dokumente eines Streits der Ideen zu sehen. Sie haben vorhin Konrad Lorenz schon angesprochen, in einem Streit, der sich eben um die Frage dreht, wie das menschliche Wesen denn zu bestimmen sei. Und eben einer, dem Fromm mit dem Buch über die Anatomie der menschlichen Destruktivität entschieden widersprach seiner Zeit, war eben sein Zeitgenosse Konrad Lorenz, ein österreichischer Mediziner, Verhaltensforscher, der eben die These vertrat, Aggressivität sei dem Menschen angeboren, menschliche Aggressivität sei ein Naturgesetz. Ich finde interessant, wenn man sich dann die Biografien von Fromm und Lorenz anguckt, dass man eben feststellen muss, Fromm musste in den 30er Jahren aus Deutschland fliehen. Herr Lorenz machte während des deutschen Faschismus Karriere, trat nach Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich in der NSDAP ein, er arbeitete ab 38 im rassenpolitischen Amt und so weiter. Wenn wir uns nun die Frommschen Begrifflichkeiten zu eigen machen und mit denen auf die Figur Lorenz blicken, der ja auch nach Ende Nazi-Deutschlands mitnichten von der Bildfläche verschwand, sondern an seinen Einstellungen auch festhielt einerseits und dafür auch geehrt und gewürdigt wurde, wie würde man denn aus Blick von Fromm Lorenz Erfolg sozusagen beschreiben? Also eine Art und Weise, sich einem ja sehr destruktiven anzuschließen, um selbst davon auch zu profitieren? Also ich würde zum einen, den Unterschied nicht so stark polarisieren. Auch Fromm sagt, dem Menschen ist eine Aggressionsfähigkeit angeboren, nämlich die, sich wehren zu müssen und wehren zu können. Fromm ist auch für die Aggression, nur sagt er, man muss genau hingucken und hat eben eine sehr differenzierte Theorie dann entwickelt über die menschliche Fähigkeit, aggressiv und destruktiv zu sein. Bei Fromm, die eben sehr viel hilfreicher ist, auch unsere gesellschaftlichen Phänomene, auch so historische Entwicklungen wie den Nationalsozialismus und so weiter zu verstehen. Auf der anderen Seite, Sie haben völlig recht, Konrad Lorenz hat da eine Schlagseite gehabt im Nationalsozialismus und da dem System auch zuzuarbeiten und ähnliche Gedanken
oder systemnahe Gedanken zu entwickeln. Aber man darf vielleicht auf der anderen Seite nicht vergessen, Konrad Lorenz war einfach ein äußerst begnadeter und wirklich ungeheuer erfolgreicher Verhaltensforscher im Blick auf das Verhalten der Tiere. Und da ist er eine nie zu ignorierende Größe in diesem ganzen Wissenschaftszweig. Da sollte man bei aller kritischen Einschätzung, kann man das nicht einfach übersehen. Man kann Konrad Lorenz nicht seine Bedeutung streitig machen, auch wenn er, sagen wir mal, in seiner wissenschaftlichen Aussage auf den Menschen hin, zumindest in der Argumentation von Fromm, falsch liegt. Ja, der autoritäre Charakter hat hierzulande meiner Wahrnehmung nach zumindest in den letzten Jahren Konjunktur erfahren. Es erscheinen zahlreiche Artikel und Bücher zur Aktualität des autoritären Charakters, die dieses Konzept auf gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse übertragen, also insbesondere auf die politische Rechtsentwicklung, aber auch auf Fragen von Geschlechterverhältnissen. Fromm dagegen und insbesondere das Buch, über das wir gesprochen haben, Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, erfährt weitaus weniger Aufmerksamkeit. Wie erklären Sie sich das und vor allem, inwiefern würden Sie denn sagen, eignen sich Fromms Überlegungen, also die er in der Anatomie der menschlichen Destruktivität anstellt, um aktuelle gesellschaftliche Vorgänge zu analysieren und zu erklären? Also zum ersten Teil der Frage, da muss man einfach wissen, dass diese ganze Autoritarismusdiskussion sehr stark von Adorno und dem ganzen Forschungszweig, der sich von Adorno her bestimmt, heutzutage auch die Diskussion bestimmt. Ich selber würde von Fromm her sagen, wenn man Autoritarismus so versteht, wie Fromm das verstanden hat, nämlich als eine emotionale Abhängigkeit des Herrschaftsausübenden vom Unterwürfigen, dann ist es einfach ein ausgesprochener Blödsinn, die heutigen Machtverhältnisse mit dem autoritären Charakter in Verbindung zu bringen, weil es genau um diese emotionale Unterwürfigkeit und symbiotische Verbundenheit des Herrschaftsausübenden und des Unterwürfigen heute gerade nicht geht. Es ist ein anderes Phänomen, das man mit Frommschen Konzepten sehr viel besser erklären kann als mit der ganzen Autoritarismusdiskussion, nämlich das Konzept des Gruppennarzissmus, was eben die Rechtspopulisten weidlich nutzen. Auf die konkrete Situation hin angesprochen, würde ich da eben sehr unterscheiden in der Einschätzung der politischen Entwicklungen heute. Würde ich sagen, in den mittelosteuropäischen Ländern ist es immer noch eine Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus der Vergangenheit, also die Entwicklung in Polen, in Ungarn, in Russland sowieso, ist es eine massive autoritäre Entwicklung noch oder sind die letzten Gefechte, die der autoritäre Charakter noch zu bewerkstelligen und zu überleben hat, während es in den westeuropäischen Ländern von Schweden bis nach Italien runter oder Brexit oder was immer auch, meiner Meinung nach nicht, es geht um Macht natürlich, aber es geht nicht um eine Herrschaftsausübung, um sadistische, die Menschen in Gehorsam zu bringen. Das alles halte ich für völlig daneben, eine autoritäre Deutung, sondern es ist eben, das ist diese hochnarzisstische, wir sind die Größten, wir wollen rein als Nation, patriotisch und so weiter. Das ist eine gruppennarzisstische Thematik, die keinen Fremden bei sich dulden und leiden will und von dort her diesen Fremdenhass entwickelt und so weiter. Das gibt es eben, diese Art von Destruktivität gibt es eben auch als narzisstische Destruktivität. Und ich denke, da hat Fromm in einem anderen Buch, in dem Buch Die Seele des Menschen, die theoretischen Grundlagen dazu geschrieben, weniger in dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität. Aber wenn man die heutigen sogenannten Wiederkehr des Autoritarismus begreifen will, dann sollte man viel eher an solche gruppennarzisstischen Dinge denken als an den anderen. Und da wird etwas nachgeplappert, was von Adorno mal in die Welt gesetzt wurde, ohne genauer psychologisch hinzuschauen, was ist denn da tatsächlich im Gang. Und im Gange ist eine Größenfantasie, die immer mit Entwertung von all dem einhergeht, was nicht zu mir und zu uns gehört. Und das ist eine narzisstische Problematik und keine autoritäre Problematik.